Verwenden deine Lehrerinnen und Lehrer soziale Medien im Unterricht? Ja, also mein Klassenvorstand zum Beispiel oder meine Französischlehrerin. Ja, also ein paar schon, aber jetzt nicht alle. Also ich kann nur, also soziale Medien, ich weiß selber nicht, weil ich nicht auf Facebook bin, aber ich weiß, dass einer über SMS oft Nachrichten verschickt und Moodle auch sehr viel genutzt wird. Ja, aber nur Moodle und da auch nur zwei Lehrer leider. Und bei dir? Ja, wir gehen in die gleiche Klasse. Ja, und wie werden diese verwendet? Ja, zum Beispiel im Französischunterricht. Da haben wir also eine Plattform Moodle und da stellt sie sehr viele Übungen für die Schularbeit rein und Hörtexte und verschiedene Sachen. Also bei WhatsApp zum Beispiel mit meinem Klassenvorstand. Also wenn wir die Noten wissen wollen oder keine Ahnung, den Teststoff. Und per Moodle mit meiner Französischprofessorin. Da stellt sie uns einfach Übungsmaterial rein oder Hörtexte und so weiter. Und wie verwendet ihr selber soziale Medien, um euch beim Lernen zu unterstützen? Wir haben bei WhatsApp eine Klassengruppe und wenn jetzt irgendwer ein Datum vergessen hat oder eine Hausübung, dann schickt sie einfach irgendwer in die Gruppe mit einem Bild oder so. Ja, zum Beispiel, wenn einem ein paar Blätter oder Zettel fehlen, weil derjenige oder diejenige halt krank war, schicken wir uns das halt immer per Facebook oder WhatsApp. Wir fotografieren die Seiten einfach ab und schicken es denjenigen. Also ich persönlich benutze nur WhatsApp, also wo man sich gegenseitig Bilder schickt von den Aufgaben oder Lösungen oder Lernmaterial und so weiter. Und das ist, wie man sich unterstützt bei uns. Ja, also zum Beispiel, wir haben ja eben auf WhatsApp eine Klassengruppe und da schicken wir uns immer so Lösungen oder so oder die Aufgaben. Und da helfen wir uns schon gegenseitig. Ja. Oder wenn irgendwer einen Arbeitszettel einmal vergisst oder nicht weiß, was Hausaufgabe ist, kann man das auch ganz schnell schicken. Das ist ziemlich praktisch.